Salam alaikum YouTube, was geht ab? Wir sind einen Tag zu spät. Die ganzen Clips habe ich schon auf TikTok gesehen. Ich habe versucht, mich nicht spoilern zu lassen. Deshalb, wir gehen direkt rein. Halbfinale, oder nee, das Finale sogar, Desert Storm, Rap La Rue, Capital. Ihr wisst, Skipper Abimula, ich mache nur den interessanten Teil der Geschichte. 5. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was letzte Folge war. Suat, super Typ, super. Auch sau talentiert. Freund, ein guter Freund mittlerweile. Man merkt so, es wäre. Er ist der lustigste Mensch der Welt. Er ist einfach nur zurückhaltend. Er ist der lustigste Mensch. Position zur Station zu unserem Dreh. Wir haben kein Netz, wir haben wenig Wasser. Ah, letzte Ding war Clubsong, richtig, stimmt. Und ich weiß gleich. Ich weiß nicht, ob Banditen der Wüste auf uns. Voila, ich weiß nicht, ob wir genug Tank haben. Aber eine Sache habe ich komplett nicht verstanden. Dreh mal um. Ich war auf meine Mutter, der hat System gefunden. Entweder sterben wir jetzt deswegen oder wegen Banditen aus der Wüste. Das ist crazy. Guck mal, wie geil das aussieht. Free Palestine! Die schwitzen. Ich wusste nicht, dass das auch noch. Vita, Mann! Hey, sorry. Letzte Verwarnung. Ich hab's voll vergessen. Boah, krasse Aufnahme. Alter, ist das echt oder was? Haben die das aufgenommen? Bruder, tschüss, wie sieht das aus? Geil, Alter. Eure heutige Aufgabe ist, einen bekannten Song zu covern. Ah, okay, alles nice. Alles ist erlaubt. Okay. Tobt euch aus und zeigt uns eure Kreativität. Krass, hat er sein Bein verbrannt oder was? Ich hatte das ja an meiner Hand, so eine Bandage. Wir sind hier in der Wüste Marokko. Bei so einer sonnigen Temperatur will ich trotzdem bei euch Höchstleistung sehen. Ihr werdet jetzt in zwei Gruppen aufgeteilt. In der ersten Gruppe Haaland, Amo, Eamon, Kauter und Breel. Ihr seid die erste Gruppe. Der Rest bildet die zweite Gruppe. Wir haben euch heute zusammengetan, weil ihr in der gestrigen Challenge geglänzt habt. Darum, lasst nicht lange quatschen, wir gehen rein. Allerdings wird aus jeder Gruppe zwei Verlierer hervorgehen. Deshalb gebt euer Bestes und wir sehen uns im Anschluss. Okay, ein Song covern, alles klar. Ein Song covern, Bruder, ist sehr, 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 sehr einfach. Das ist das Einfachste auf dieser Welt. Wenn du da verkackst, dann bist du echt ein schlechter Rapper, Digga. Du kannst es eigentlich nur besser machen. Weißt du, was ich meine? Weil der Typ hat dir schon alles vorgegeben. Ihr trittet jetzt gegeneinander an. Ich möchte den ersten bitten, nach vorne zu treten. Und die anderen gehen in den Hintergrund. Breel, bitteschön. Hey, den Song kenne ich gar nicht. 23 Jahre Hasse, Bro, das sind 23 Jahre Schmerz. Bro, das ist 24-7 Kälte, ohne zu wissen, ist es das hier wert. Ich hatte Tage ohne warme Mahlzeit, ich hatte Tage ohne ein Zuhause. Zu viele Tage, an denen ich geschworen habe, ich kenne den originalen Song nicht. Von dem Ganzen meine Pause. Ich bin ein Macher-Nigger, das for real. Und alle Fakes verkaufen sich für echt. Mein Bro hat Kombis offen, also kommen sie zu ihm. Und meinten, morgen holen wir den Rest. That's my life. Du hast so oft gesagt, dass du mich liebst. Du hast so oft gesagt, dass du mich hast. Und vielleicht kriegen wir nur das, was wir verdienen. Ohne zu wissen, was es aus uns macht. Du hast so oft gesagt, dass ich dir fehl. Du hast so oft gesagt, dass du mich brauchst. Ich bin wieder nicht allein unterwegs. Nur leider ist meine Welt viel zu grau. Ich brauche noch ein Caddy-Pack, vergesse meine Sorgen. Doch das Ergebnis ist am Ende immer gleich. Probleme in der Gegend regeln wir halt nicht mit Worten. Und deshalb ist die halbe Gegend jetzt mein Feind. Mann, ich will nur Peace. Ich will hoch hinaus, aber falle tief.
so tief, dass keiner helfen kann. Struggle on the grind, ein Leben ohne Zeit, ein Leben ohne Liebe ist ein Leben, was ich reich. Wünsch, es wäre vorbei und das am besten seit einer Baby, ich lass los und das nur weil. Du hast so oft gesagt, dass du mich liebst. Du hast so oft gesagt, dass du mich hast. Und vielleicht kriegen wir nur das, was wir verdienen. Ohne zu wissen, was es aus uns macht. Du hast so oft gesagt, dass ich dir fehl. Yeah, also den ersten Dings feiere ich unnormal, ne? Den ersten Part von der Hook. Danach, also ich feiere eigentlich von allem nur den ersten Part von der Hook. Also hat er gut gecovert. Natürlich, die Melodie feiere ich unnormal, die Melodie, ne? Ist Ding. Oder ein Baba-Song gewesen, aber auch wie er das geschrieben hat, ist geil. Du hast so oft gesagt, dass du mich brauchst. Ich bin wieder nicht allein unterwegs. Nur leider ist meine Welt viel zu grau. Okay. So, Breen, meine Meinung, super Song. Du konntest es gar nicht besser machen. Bruder, ich sag auch, schönes Sample, Bruder. Weniger ist manchmal mehr, Bruder. Krass, Bruder. Sehr schön gemacht, Bruder. Bruder, jetzt 10 von 10. Danke. Geil. Super. Du kannst einmal zurück. Wie ich meinen Auftritt heute fand, also ich fand den krass. War sehr Baba geil. Location, ja. Mieser Vibe. Ich war noch nie in der Wüste, das heißt, es war gleichzeitig so, es war schon ein schönes Erlebnis, meinen ersten Auftritt zum Warten über offene in Verbindung mit der Set. Kombiniere ich etwas Schlechtes mit etwas, ich bis darauf die. Einmal Counter bitte nach vorne. Ich trage noch dein Pullover, den du bei mir verloren hast. Vermisse dich mehr jeden Monat. Ohne dich ist wie Ohnmacht. Du bist es gewohnt, alles wiederholt sich, dein Herz verloren. Keiner nimmt dich so, wie du bist und woanders findest du nie mehr Home. Doch ich mach es wieder gut und mach ein autre Rendezvous. Was das mit uns? Sag mir was. Let me hold you, egal was du mir antust. Ich warte auf deinen Anruf. Okay, hat ein bisschen gedauert. Ich brauche mal ein bisschen, Digga, bis ich checke. Ich glaube, die machen die Parts anders, weil sonst würde ich das eigentlich anhand der Parts schon checken. Ich schreibe in meinen Kalender jeden Tag ohne dich rein, weil ich seitdem das Leben verlernt hab. Wollte nie ohne dich sein. Tränen fallen auf dunkles Papier. Ist schon ein guter Song, ist aber nicht so mein Geschmack, ehrlich gesagt. Das Sample ist gut, hat sich gut ausgewählt, aber weiß ich nicht so, ja, fühle ich nicht so ganz. Super, aber ich glaube, das ist Geschmackssache. An sich super, super gemacht. Ich bin immer begeistert, wie du diese Challenges meisterst. Ich hätte gedacht heute, weil es wird extrem schwer, gerade in deiner Gruppe, aber du hast mich mit dem Song vollkommen überzeugt. Ich bin sehr stolz auf dich, Kauter. Du hast es echt weit gebracht. Super Song. Mein vollster Respekt, ehrlich. Auf jeden Fall. Ich finde auch, ein bisschen weniger BPM finde ich vielleicht auch ein bisschen mehr passen. Aber ansonsten trotzdem krass, Mann, mit dem Hintergrund und wie schön der Song noch war. Danke. Kauter. Haaland, bitte rein! Oder bei Haaland bin ich jetzt mega gespannt. DTF, SX Gel, Bolsa, Checkerdeck, Trikot, Rummel, Lukaku, Belgien, Volley, Schuss. Tous les jours, für Cheat ein Rendezvous. Es fing an mit nem Joana. Frère will dein Untergang. Plötzlich fährt
der Junge aus dem siebten Stock in ein tiefes Loch, so hat das nie gewollt. In der Straße gefangen, auf der Nase entlang und strahlt heute im Rabengesang. Boah, Bruder, das ist gar nicht mein Film, ja, ehrlich gesagt. Nee, Digga. Das ist richtig schlecht, Digga. Oder ich verstehe fast kein Wort. Nee, hat jetzt nichts damit zu tun, dass er das auf Französisch sagt. Das ist ja sowieso seine Schreibart, ne? Diese französische. Aber ein Song zu covern, Bruder, weiß ich jetzt nicht. Da merke ich jetzt erst, wie gut die anderen waren, ehrlich gesagt, zum Vergleich dazu. Also hätte er angefangen, dann hätte ich zu den anderen gesagt, oha, wie krass haben sie es gemacht. Im Athener Block, Plaka, Haschisch, Waren, Kartons, Mavia, Straßenbaron. Im Survet, nur an der Ramor. Steckt noch ein guter Junge, doch es Blut in Wunden. Zwar nix im Magen, doch fast alles in sich rein und seine Zunge wie zugebunden. Zwei kleine Jungs im Masse Olympique, Bolzatrix auf Quantum A6. Nur ich und die Neuf auf dem Schuss am Vordersitz und am Donnerblitz. Mondaufgang. Bruder, das ist zu viel für mich, ja, Wallah, da sind so viele Adlibs, hinten Hall, da, noch ein Reverb, aber noch eben, kein Disrespect, aber bei dieser Challenge hat er verkackt, Digga. Bin ich echt gespannt auf die Jury, aber ich glaube, ich bin eh wieder der Einzige auf der Welt, der es nicht feiert. Sehr geil. Haaland, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein sehr großer Fan von dir. Ich habe ein leicht schlechtes Gefühl, weil alle in eurer Gruppe sind so begabt und so gut. Ihr seid krass, ja? Haaland, wirklich. Egal, was du machst, es klingt geil, Digga. Okay, egal, Digga. Welchen Song du bringst, es klingt geil, Digga. Du erfüllst... Ich schwöre bei Gott, ich wusste es. Ich bin wieder der Einzige, der das sich feiert. Immer jedes Attribut. Danke für deinen Auftritt, danke, dass du da warst. Danke, Haaland. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, aber warum? Weil ich sowas noch nie von dir gehört habe. Weil ich hab jetzt auch, um ehrlich zu sein, nicht ganz viel jetzt von dir gehört, aber ich bin überrascht ein bisschen. Du hast dich ein bisschen ausprobiert, oder? Ja, Bruder, ich hab eh gesagt, ich bin hier, um zu zeigen, wie viel. Probierst dich so ein bisschen aus gerade, gell? So. Und das hat man auch ein bisschen rausgehört, finde ich. Aber trotzdem war es rund, allem in einem. Das ist halt Geschmackssache, weißt du, was ich meine? Aber ich fand es trotzdem cool, Bruder. Dankeschön, Haaland. Bro, ich fand die Lyrics cool. Ich fand den Vibe vom Song richtig nice. Obwohl ich sagen muss, ich wusste nicht, was das Original war. Ich auch nicht. So. Oder der ist von DTF und PNL. Ja, PNL. Du hast sogar gesagt. PNL hat man rausgehört. Guter Call. Ich wie Sammy auch sagt, so in der Gruppe mit den Songs, es wird schwer. Es wird eng. Ja, aber trotzdem hast du gut gemacht. Ich fand's auch nice, was Persönliches von dir zu hören. Ein bisschen deep und shit und so weiter. Safe. Geil, stark. Du bist ein Star, Haaland, Digga. Ehrlich. Dankeschön. Lass einmal den nächsten holen. Ammo, bitte. Ammo. Ah, Jule, ne? Bagage voll mit Dallas, da hab. Grillplatten, Lamm, Fleisch und Granat. Wir laufen am Bar, wo hart wie Santander. Digga, Jule zu covern. Da bin ich jetzt gespannt. Yalla, Motherfucker, bin neu down, schmeiß ein Anker. Zombie bin da, doch ich bin da. Holy Twister macht uns Afghan. Schon als Kinder, Tourette-Syndrom. Heute macht es A zu dem MO anerkannt. Ich geb es zu, dass ich heute noch an einem VW abfahr. Willen ist im Blut, ach, dafür. Das Ding ist, Bruder, du musst dich überlegen.
französische Rap-Songs hören sich geil an, weil die französische Sprache geil ist. Das heißt, wenn man einen französischen Song covert, einen französischen Rap-Song covert, du kannst das gar nicht so geil bringen auf Deutsch, weil in Deutsch die Wörter sich einfach Müll anhören. Weißt du, was ich meine? Das ist das Problem nur. Deswegen habe ich gesagt, weil Jule ist Baba. Jede seiner Lieder ist gefühlt ein Hit. Aber Bruder, weil wenn du das versuchst dann auf Deutsch zu machen, diese in der deutschen Sprache gibt es gar nicht diese, diese Vokale, die du so betonen kannst wie auf Französisch. Die Wörter einfach, die Silben. Die Silben der Wörter und so weiter. Ist der Ball schon rollen in einem VAA? Achla Habaneros, Karamellhaut, verbunden, kein Maquillage. Baby blau das. Aber das ist gut. Aber wie gesagt, manchmal hört sich das einfach komisch an, wenn man versucht, deutsche Wörter so zu ziehen. Das ist gar nicht. Ich rede von Julie die ganze Zeit. Der macht Umbrella. Walla crazy. Bei Gott, ich bin von Anfang an. Ich denke, das ist sogar ein Beat von Julie, ne? Walla, ich denke, er macht Julie. 1:1, Julie am Anfang. Das ist stark. Er sagt ja Umbrella. Ich würde es feiern, also ich feiere das, aber ich würde es noch mehr feiern, wenn er auch Umbrella gar nicht sagen würde, sondern er benutzt komplett eigene Dinge, weißt du, eigene Wörter. Dass er sozusagen nur den Flow covert. Das würde noch geiler kommen. Danke an die ganzen Subs, die gerade reinkommen. Willst du was sagen, OG? Auf jeden Fall, mein Bruder, ich fand's geil, ich fand's rund. Du hast ein geiles Sample gewählt, du hast es auch ganz, ganz, ganz schlau umgesetzt, finde ich, Bruder. Und ja, mein Bruder, am besten wir bauen einen Ella gleich noch. Jawohl, Digga. Amo, für mich war es heute der Beste. Um ehrlich zu sein, das geglänzt, das war dein Song, mein Bruder. Super Leistung. Ich erinnere mich immer wieder an die erste Folge zurück, ja. Und das ist einfach unglaublich. Ehrlich, ich verbinde sehr viel damit, Digga. Amo, super. Starke Leistung gemacht, Digga. Ja, Amo. Nicer, stabiler, runder Song auf jeden Fall. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr von dem eigentlichen Sample oder von dem eigentlichen originalen Song noch ein bisschen mehr gewünscht. Was war nur die Prio, glaube ich. Aber die Hook war dementsprechend aber trotzdem auch viel stärker irgendwie und auch mutig, dass du in die Hook so Double Time reinpackst und so. Sehr frisch, ja, ist ein bisschen neu so. Das habe ich nice auch gefeiert. Auf jeden Fall. Geil, Amo. Ich wollte einfach ein bisschen mixen, ja? Etwas bisschen so von Qatar reinmachen, etwas von Rihanna reinmachen und so entsteht Amo, weißt du? Ja, Mann. Und ich bin ein Kiffer. Ich kiffe am Tag ungefähr pipapo 17 Joints. Aber Finger weg von Drogen. Ist nicht gut. Dankeschön. Alter, warte mal kurz. Ey, von ihm erwarte ich jetzt sehr viel, Bruder, ne? Der ist ja sowieso schon musikalisch stark. Wenn er jetzt noch einen Song covern kann, der kann ihr Mutter f***en, ne? Der hätte eigentlich was nehmen müssen von Chris Brown oder so. Ach so, den Song nimmt er, okay, crazy. Wie er pfeift da mal mit krummem Mund. Ich hab Ray Goose im Becher. Ich hab Ray Goose.
Geil. Zum Becher. Gaumpubu, die Nacht ist jung. Hellwach, nein, könne kein Schlaf. Roter Himmel, guck, wir kiffen uns dumm. Wenn die Sterne fallen, Bruder, sind wir immer noch wach. Gold Dance, Punani, kaputte Bands. Oh oh, vergessen das damals. Weil gestern das war mal. Baby, mach genauso weiter, schau dir zu. Wir sehen uns nicht das letzte Mal, ein Rendezvous. Wir tanzen auf J.J.O. Baby. Kein Ende, nein, keine Pause. Pop Penny ins Glas, gib keinen was ab. Mein Kopf geht round and round and round and round and. I'll take you to the moon, I know you. Ich feier halt den Song 0, also den echten Song. Leider, leider, leider hasse ich diesen Song, Digga. Das ist so ein Bastard-Radio-Song, dieser echte Song. Wallah, fuck mich todes ab, Digga. Ah, scheiße, Mann, Alter. Aber er macht das gut, Digga. Boah, wie gerne ich ihn so auf so ein Chris Bone-Sample hören würde oder so Aiken. Komm, zeig mir deine Moves, I show you. Ich hab Grey Goose im Becher. Ich hab Grey Goose im Becher. Ich hab Grey Goose im Becher. Ich nehm. Ich finde das auch geil, dass er nicht Goose dieses Ding gemacht hat, sondern dass er da ein bisschen so sein eigenes Ziel gemacht hat. Das feiere ich sehr. Weil ich den echten Song einfach so hasse, Amonarem, ja. 1, 2, 3, 4, Bad Bunnies mit in meinem Bett. Und Minimum 5, 6, 7, 8, warten in der Lobby, wollen Sex. Mein Leben, mein Movie. Give me Sex, Raps, bitte noch mehr, gib den Kellner einen Fufi. Bevor er sich heute beschwert, fahren nach zur Stadt. Mein Bruder gibt Gas, nein, wir halten nicht an. Sitz hinten im Benz, dann mach ab in die Suite, ich hab keinen Empfang. Wir tanzen auf J.J.O. Baby. Kein Ende, nein, keine Pause. Pop Penny ins Glas, gib keinen was ab. Mein Kopf geht round and round and round and round and. I'll take you to the moon, I know you. Komm, zeig mir deine Moves, I show you. Ich hab Grey Goose im Becher. Ich hab Grey Goose im Becher. Ich hab Grey Goose im Becher. So, in meinem Kopf ist es ja, ich muss ja irgendwie, weil zwei gehen raus, also zwei sind die Verlierer in dieser Gruppe, und ich muss irgendwie in meinem Kopf eine Tabelle finden, welcher Song auf welchem Platz ist, aber das ist so schwer, Bruder. Das ist unmöglich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Bruder. Ey, ich glaube, bei euch müssen wir losen. Also ich finde auch, ich kann gar kein Urteil gerade so, weiß ich. Du bist ein Star. Muss auf jeden Fall noch ein bisschen überlegen. Ja, wie du aussiehst, wie du dich bewegst, jeder einzelne Ton, den du ins Mikrofon spuckst, alles Star. Passt. Gewaschen in ein Star. Checkst du, Cousin? Die Sterne wollen Fotos mit dir. So, checkst du, Cousin? Was anderes kann ich nicht sagen, Bruder. Dankeschön. Super Performance, wie jeder andere auch. Dankeschön. Echt Fieber. Geht's wieder. Ja, ist scheiße, jetzt mit Leuten in einem Battle zu stehen, die ich mag. So. Aber so ist das in diesem Contest. Contest, Kontext, Kompress, wie heißt das? Wie heißt das? Contest. Zu stehen. Walla, war wieder falsch. Contest. Contest. Okay, Catch, neu. Ja, ist scheiße mit Leuten, die ich mag in einem selben. Ey, verdammte Scheiße, Sibbi. Contest. Contest. Aber so ist der Contest. Contest. So ist der Contest. Er ist gestorben einfach. Sehr schwer getan, weil... Guck mal, was hab ich gemacht? Was habe ich denn gemacht? Aber warte mal, was passiert jetzt hier gerade? Weil jeder Song... Von dem muss jetzt einer raus? Man, safe Haaland. War auf seine Art und Weise perfekt. Ihr habt die Challenge perfekt. Bruder, ich fand ihn am besten. Danach ihn. Das hat mich schon mega Also seinen Text fand ich gar nicht gut. Also gar nicht mein Geschmack. Gut nicht. Gut ist was anderes. Gut war das. Aber dieser Song war nur bei ihm. Die Hook hat mir halt nur wirklich diese ersten vier Bars von der Hook hat mir mega gefallen, ja. Bei ihr war dann hat mir eigentlich nichts mega gefallen, aber alles war so gut gefallen. Weißt du, was ich meine? Bei ihm hat mir nichts gefallen, aber Hook hat gut gefallen. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, wer von den beiden. Aber ich würde dann sie, glaube ich, auf dritte Stelle. R Nummer, also R 1, 2, 3, vierter Platz und fünfter Platz, safe. Perfekt umgesetzt. Und das gebührt erstmal ein bisschen Applaus, weil jeder einzelne von euch war krass.
Sache ist, wir brauchen zwei Leute, die aus dieser Gruppe in einen Battle gehen. Und ich wollte euch fragen, gibt es Freiwillige, die sich vielleicht melden würden und sich für die Gruppe opfern? Ansonsten müssen wir eine Entscheidung fällen. Ich gehe. Elmen. Stabil. Oder was stabil am Wert stabil gesagt? Wert stabil gesagt. Ansonsten müssen wir eine Entscheidung fällen. Ich gehe. Elmen. Stabil. Achso, in der Jury. Walla Billa nicht stabil, Digga. Walla Billa, wie ich sowas hasse, ja. Ich schwöre bei Gott, ja, ich hasse das so. Unnormal hasse ich sowas, Digga. Bruder, du bist der Beste am Manorim, ja. Ich will dich da gar nicht sehen. Einer soll kämpfen für seinen Platz. Du musst doch nicht kämpfen für deinen Platz, Digga. Du bist von jedem. Jedem, Walla Billa, jeder ist in deiner Hosentasche da. Hier, ich hab's gesagt, Walla, jeder ist in seiner Hosentasche. Ich schwöre dir, vom Aussehen, von seiner Art, von seinem Stil, von seinem Kleidungsstil, von seinen Bewegungen, ist er für mich schon sowieso der Gewinner. Und dass er jetzt hier sagt, ich gehe, ist für mich lächerlich, weil, Bruder, ich will ihn da gar nicht sehen. Ich will ihn im Finale sehen, fertig aus. Ein anderer muss schwitzen für diesen Platz, Bruder. Du musst doch nicht mehr schwitzen, Digga. David. Haaland stabil. Großen Respekt an euch. Ich würde auch Haaland. Haaland finde ich auch sehr stark. Aber in dieser Challenge hat er verkackt, Bruder. Oder nicht verkackt, ist schlechter als die anderen. Deswegen finde ich, Haaland muss hier auf jeden Fall ins Battle gehen. Aber all around, wenn wir das ganze Turnier ansehen, gehört Haaland natürlich weiter. Ich mache mir keine Sorgen, dass Haaland das Battle nicht gewinnen sollte. Weißt du, was ich meine? Der muss weg, oder was? Aber das Eimann da steht, Digga, ist lächerlich, Walla, Digga. Er soll sich mal nicht kleiner machen, als er ist. Scheiße, ja. Großen Respekt an euch. Ihr habt euch für eure Gruppe geopfert. Haaland steht verdient da, Digga. Ich würde jetzt entweder Hauda oder Dings. Oder Kauter, ne? Ist aber Hauda, Digga. Kauter oder hier, unser Bruder hier. Ich möchte die anderen bitte nach hinten bitten und mit euch beiden noch kurz reden. Oder antreten, weil ihr aus einer Gruppe kommt. Aber ihr seid sozusagen jetzt die Verlierer dieser Challenge und müsst in einem 1 gegen 1 gegen die Gegnergruppe antreten, gegen deren Verlierer. Ich freue mich, bereitet euch so lange vor. Wir sehen uns gleich wieder. Ich glaube euch, ihr seid Soldaten mit super Songs. Die Leistung, eure Leistung war mega. Ihr seid nicht rausgeflogen, sondern ihr habt euch geopfert. Ja? Danke dafür. Okay, jetzt bin ich gespannt. Yalla, weiter geht's. Okay. Gibt 100%. Hier sind 6. Die erste Gruppe hat gerade abgerissen. Jeder Song war ein Brecher. Der Rest. Yalla, 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 zeig. Digga. Boah, ich schwör's dir, ne? Hätte ich einen Song covern müssen. Ich hätte so Mutter gefickt, Digga. Das macht richtig Spaß, Walla. Das macht so Spaß, Songs zu covern. Das ist so easy, Digga. Und du kannst einfach auf eine perfekte Topline deinen Film machen. Du kannst es noch besser verkaufen. Lieb mich, hasst mich, aber bitte sag nicht, dass ich ein Monster wär und du vor mir Angst kriegst. Guck, ich laufe, weil ich dich brauche, fühl ich mich leer, nur bei dir war ich zu Hause da. Suche schon so lang nach dir, aber du bist wieder weit weg. Ich wollte dich nicht verlieren, Digga, was ich tu die Zeit weg. Ich suche schon so lang nach dir. Also, das Sample ist mega safe. Ich bin ein bisschen verwirrt vom Text gerade. Aber du bist wieder weit weg. Du warst nicht in mein Bezirk, für dich ist das hier wie White Boys. Unser Streit hält die Nachbarschaft wach. Das ist der Grund, warum dein Papa mich hasst. So viele Jahre auf der Straße verbracht. Du sagtest immer, dass ich dich so wahnsinnig mach. Und trotzdem hast du jedes Mal auf mich gewartet bis nachts. Jetzt fragst du mich nicht mehr, warum Jackie in meinem Glas ist. Vielleicht, weil es dir egal ist oder ein Neuer an deinem Namen ist. Ein Leben lang am Block, guck, wir drehen unsere Runden. Dein Lächeln gab mir das, was mir gefehlt hat hier unten. Lieb mich, hasst mich, aber bitte sag nicht, dass ich ein Monster wär und du vor mir Angst kriegst. Guck, ich laufe, weil ich dich brauche, fühl ich mich leer, nur bei dir war. Bruder, er macht das, die Parts sind stabil, ne, warte mal. Tappt hier unten. Lieb mich, hasst mich, aber bitte sag nicht, dass ich ein Monster wär und du vor mir Angst. Bruder, ich feier seine Stimme mega, ne, der hat so einen anderen Stimmton. Aber ich glaube, diese Stimme passt nicht auf dieses Sample. Der Ton seiner Stimme passt nicht auf dieses Sample. Und Bruder, ich lieb mich, ich hasse mich, finde ich schon ganz gut, aber Bruder, keine Ahnung, was er da sagt, Moslem, Digga? Lieb mich, hasse mich, aber bitte sag nicht, dass ich ein Monster wär und du vor mir Angst kriegst.
Das ist so, das weiß ich nicht, Bruder. Ich finde das ein bisschen, das passt da gar nicht rein, Digga. Ja, das ist so, ich weiß, was er sagen will, safe. Ich weiß safe, was seine Message. Ich verstehe, was er sagen will. Aber manchmal kannst du nicht das schreiben, was du denkst. Weißt du, was ich meine? Weil das hört sich so kindisch an, Digga. Das hört sich an wie so einfach so zu kindisch, Digga. Das ist ein bisschen fail, Alter, sag ich dir ehrlich. Guck, ich laufe, weil ich dich brauche. Fühl ich mich leer, nur bei dir war ich zu Hause da. Suche schon so lang nach dir, aber du bist wieder weit weg. Das ist cool, aber das hat ja auch nichts mit diesem Moslem zu tun, Digga, was er hier sagt. Ich weiß gar nicht, warum er das da reingetan hat. Ich wollte dich nicht verlieren, Digga, lass ich du die Zeit rein. Ich suche schon so lang nach dir, aber du bist wieder weit weg. Du warst nicht in mein Bezirk, für dich ist das hier wie White West. Du weißt gar nichts, deshalb sag ich, dass du bleibst. Jungs von der Straße schlafen abends nicht mehr ein. Sei keinem deine Narben, sie schaden dir nur Blei. Lieber auf Distanz, ich fühl mich seit Jahren schon allein. Oh. Noah hat Gänsehaut. Ich schwöre dir, weißt du, was das Krasse ist an dem Song? Dass er eigentlich so gut ist, dass er sogar seinen Song schlecht gemacht hat, weil er es gecovert hat. Weißt du, was ich meine? Dass das, was er normalerweise echt ist und nicht geklaut ist, sondern das, was er selber gemacht hat mit Topline und so weiter, die Parts, sind besser als das, was er eigentlich gecovert hat, Digga. Das finde ich ein bisschen traurig gerade, dass ein Sample ihn schlecht gemacht hat, nach dem Motto. Ja, sehr stark. Wallah, er muss die Parts eigentlich rausnehmen, also oder besser gesagt die Hook rausnehmen und eine eigene Hook machen und dann ist das ein brutaler Song. Eine Sau, Alter. Dankeschön. Bruder, ich kann nur sagen, ich sag dir ganz ehrlich, für mich war das heute der beste Song, finde ich. Dankeschön. Das war für mich heute allgemein Song, der beste Song. Bruder, super und dass du dich an Michael Jackson rantraust. Ja, Bro. Ranwachst, Bruder, und trotzdem nicht untergegangen bist, Bruder. Ja. Sehr, 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 sehr stark, Bruder. Sehr stark. Du hast so perfekten Satz gebracht gerade, dass du dich wirklich an diesen Song getraut hast, Digga, und ihn so cool umgesetzt hast. Noah, vollsten Respekt. Challenge bestens bestanden. Arben, danke dir für deine 5 Euro, Bruder. Der, von dem erwarte ich jetzt auch viel. Ne? Das ist auch eigentlich ein guter Künstler. Du Scheiße, Bruder. Ist wieder dieser Autoreifen-Hasch oder was ist das, Bruder? Bra, ich puff die Garros, häng im Batiment. Frau auf Under Armour im Avignon. Aus dem Pavillon in die Belle Etage. Bra, ich Leute, Grünes, so wie Steffi Graf. Wesh, wesh, Panama Kusch, ich hab beste Ware. Direkt von Hood, Toni Senderstraße. Mit 16 Jahren hatte ich schlechte Karten wegen Crack Apartments und Packs auf Waage. Advokat ist Rechtsvertreter. Offshore-Konto, Marrakesch. Transfer Cash bis nach Marbella. Steuer, Dribbling, La Cassette. Away, away, Augen sind blutrot. Away, in meinem Longpape drin, meine Sonntagskippe ist ein Cocktail-Spliff. Ich hab das Ganja, Ganja im Batimor, denn sie weiß, dass ich tick, ich smog das Ganja. Oder super, ja. Aber dieses Wort Ganja finde ich richtig Müll, Digga. Aus Tanja. Oh, sonst, seine Wörter, die er benutzt, gefallen mir unnormal und wie er reimt, ne? Der ist, ich schwöre, der schreibt gut. Die Augen rot, doch die Seiten sind frisch. Bra, ich puff die Gardos, häng im sieben Sitzer. Frag die Maux, ich bin krisensicher. Haschbrandloch im Fliegengitter. Vom Underdog auf Titelbilder. Mein Young G macht klein, klein weg, ey. FK Dress, kein Necktag, ey. Ich hab Pakete, West Ham Trainer. Hinter mir Guarda Civil. Hallo on my Telefon. Wechsel Akkus und die Bean. Willkommen im Batimon. Mische in meinem Longpack drin, meine Sonntagskippe ist ein Cocktail-Spliff. Ich Priuk auch super, aber dieses Ganja, das Wort fuckt mich mega ab, Digga. Hab das Ganja, Ganja im Batimor, denn sie weiß, dass ich tick, ich smog das Ganja aus Tanja. Die Augen rot, doch die Seiten sind frisch. Ich hab das Ganja. Ich smog das Ganja aus Tanja.
warte kurz. Nein, also ich habe keine Flowfehler gehört. Diesmal keine Flowfehler. War sauber, Digga. Aber ich muss sagen, der Song ist halt so, entweder man liebt den Style, so, man findet es entertainend oder man findet es nervig. Es ist halt so ein bisschen Comedy auch so. Aber du bist, glaube ich, auch so ein Typ, deswegen es passt gut zu dir auf jeden Fall. Nicht mein persönlicher Geschmack, aber an sich sehr, sehr rund gemacht auf jeden Fall. Ich mag den Song, Bruder. Ich finde den Song, ist ein guter Song. Eine geile Hook hat es so drin gehabt. So. War super, Jotto. Gute Leistung erbracht, ehrlich. Für mich ist auch so. Das ist jetzt nicht meins, weißt du, was ich meine? Aber Bruder, die Hook hat mich trotzdem mitgerissen. cool, weißt. War cool, Bruder. Danke. Riesensicher. Fliegen Gitter. Bruder, ich weiß nicht, warum ich muss bei ihm immer lachen, ja. Boah, warum ist er so lustig, Digga? Ich verstehe das nicht. Und er will ja eigentlich gar nicht verkörpern, dass er lustig ist. Er verkörpert ja so Mafia, dies, das, weißt, so hart und so. Aber Bruder, ich weiß nicht, warum, wie er da reinkommt, da labert so, Digga. Alter, ich feier das. Das ist schon lustig, Digga. Und ich schwöre, ne, ich assoziiere ihn nie mit Hamid, ne. Er hat für mich mit Hamid nichts zu tun, Bruder. Das ist komplett andere Dings einfach. Film, Generation einfach. Andere Film, alles. Ich weiß, das ist der Bruder von ihm, aber so, das ist so, assoziiere ich null miteinander. So wie Lidocain. Ich rap von Haschplattenteller, riesengroßen Ella, Liegestütz und Kunden bedient. Katastrophe, jeder muss hier eures verdienen. Say my name. Weißt, du hast dich in Gio verliebt. Mach mein Ding. Gefühle sind Ciao, so wie Lidocain. Ich rap von Haschplattenteller, riesengroßen Ella, Liegestütz und Kunden bedient. Auch tornadomische Ex reden dein Gewissen ein. Damit Wissen bleibt, treuer das Verbissenheit. Sei nicht dumm, Junge, was bringt dir schon bisschen Hype? Keine Unterhaltung pro 7 Winterscheid. Geldmacher setzen ihre Messlatte hoch. Pachos und Brot über Western Union. Al Capone war für viele Idol, weil die Straße ist kein Spiel, so wie Aktivision. Ganova in Markenpullover, Batzen im Sofa, reichlicher Vorrat. Lange Strecken, ich muss tanken bei Total, auf Flucht in einem schwarzen Toyota. Katastrophe, jeder muss hier eures verdienen. Say my name, weißt, du hast dich in Gio verliebt. Mach mein Ding, Gefühle sind Ciao, so wie Lidocain. Ich rap von Haschplattenteller, riesengroß. Bruder, ich schwöre bei Gio, ne? Wallabak, wenn er textlich, das hat jetzt nichts mit dem Song zu tun, ne? Weil dieser Song zeigt, wenn er textlich gut ist, wenn er einen guten Flow hat, dass er Baba ist. Aber die Sachen, die ich mal vorher von ihm gehört habe, die Texte haben mir gar nicht gefallen, Bruder, ne? Aber du brauchst das nicht, Digga. Texte kann man lernen oder Texte kann man, du kannst immer besser werden beim Schreiben, du kannst dir Hilfe holen beim Schreiben. Das Wichtigste in Musik ist nur, und Wallabilla, nur deine Stimme. Mehr nix. Und ich schwöre, seine Stimme kann man einsetzen. Das hat er auch davor gezeigt bei diesem Club-Ding. Habe ich auch gesagt. Diese eine Passage, wo er Autotune benutzt hat, da war seine Stimme richtig geil, Digga. Und hier zeigt er wieder, ne, dass er gut klingen kann. Und das ist wichtig, dass man bei jemandem erkennen kann, okay, wenn er was Gutes geschrieben hat, wenn er einen guten Flow hat, dann ist er brutal. Vierer durch Vakuumisierer, Händler Martina wie Nate Dogg in Viva. Entweder Rap oder Geld, ein Kassierer. Du bist für die Tonne so wie ein Wegrasierer. Lele, pack Lamus, knete hell so wie Babybell. Patrouillierfahrten aus den Boxen, Pop Many Men. Bester Newcomer aus Deutschland so wie Bellingham. Verkauf an Kunden über Eiel des Epitel. Gassen Ganova in Markenpullover. Batzen im Sofa, reichlicher Vorrat. Lange Strecken, ich muss tanken bei Total. Auf Flucht in einem schwarzen Toyota. Katastrophe, jeder muss hier eures verdienen. Say my name, weißt, du hast dich in Gio verliebt. Mach mein Ding, mach
mein Ding. Gefühle sind ciao, so wie Lidocain. Ich rap von Haschplattenteller, riesengroßen Ella, Liegestütz und Kunden bedient. Katastrophe, jeder muss hier Euros verdienen. Say my name, weiß, du hast dich in Geo verliebt. Mach mein Ding, mach mein Ding. Gefühle sind ciao, so wie Lidocain. Ich rap von Haschplattenteller, riesengroßen Ella, Liegestütz und Kunden bedient. Du hast wieder alles getoppt, Bruder, das war heute mein Lieblingssong, Bruder. Ich sag dir ganz ehrlich, das war auch mein Geschmack, weißt du, was ich meine? Deswegen, Bruder, für mich war das top, Bruder. Top, top, top. Bruder, jetzt sehr sympathisch, gute Laune direkt, man will direkt tanzen, man will abgehen, so, weißt du? Und ich bin übertriebener Nate Dogg-Fan, deswegen, ich war ein bisschen kritisch, aber das war super, Bruder. Gio Baba, Mizi! Geil, Bruder, jawohl, Alter, sehr stark. Sehr schön gemacht. Heide, mach zurück, Cousin. Bruder, die schon so seit klein auf. Und ich musste nicht lange nachdenken, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist natürlich traurig, dass jetzt wieder vier Jungs von uns betteln müssen. Aber Jungs, jeder gegen jeden betteln. Also von daher. Haben die 5-2. Hör gut zu, Bruder. Es kommt der Kanake mit Racksuit, wieder Attacke im Brennpunkt. Ich bin der Star in meiner City, jeder Pisser erkennt uns. Es wird kälter, wenn ich wieder durch die langen Felder Gossen lauf. Komm von zwei Zimmerwohnungen und kein Doppelhaus. Rollentausch, nachts kommen 100 Mann. Mamas Sohn wird Bandit bei spätem Sonnenuntergang. Und langsam wird es klar, gute Absichten verlassen uns. Die falschen Leute fliegen hoch, vergessen dann den Landepunkt. Merkt ihr meinen Nachnamen, ich sorg für Skandale. Haben die 5-2s MVP, so wie Charles Barkley. Jungs so wie Schakale, hängen in der Seitengasse. Gehen kaputt, weil sie sich von dem Teufel wieder leiten lassen. Damals war alles anders. Wirf heute den Blick in meinen Barrio. Heute Jungs von der Straße wurden später zu Banditos. Dämonen wieder am Block. Neuner im Rücken wie Nazario. Haben die geht den Weg wie Kalito. Schoki, kommst du auch? Sag mir, kommst du? Dann steig ein, yeah. Steig ein. Wow. Steig ein. Beat von Nathaniel Dwayne, shoot wie Gabriel J. Schuckis fahren runter und klären Albanian Haze. Ich mach alles für die Fame, da gibt es kein Pardon. Mama, sorry dafür, but this is the life I chose. Ich bin ein Hustler, so hat's mein Vater mir beigebracht. Sag, was taten wir nicht, nur damit ich ein paar Scheine mach. Doch leider ließ uns unser Schicksal damals keine Wahl. Entweder als Star oder Ende bald im Leichensack. Es waren ja einfach Mann und doch wenn's gerade schlecht aussieht, bring ich uns aus diesem Block hinein in eine Penthouse Suite. Pisser wollen an mich ran, sie schlafen noch. Und glaub mir, Pussy, I'm not a player, I crush a lot. Ha. Damals war alles anders. Wirf heute den Blick in meinen Barrio. Heute Jungs von der Straße wurden später zu. Boah, das ist für mich leider auch. Das ist für mich sogar noch schlechter als der Song von Haaland, ja. Tue ich mich gar nicht an dieser Song, ehrlich gesagt. Nazario. Hamdi! Das Sample, leider. Leider, das Sample, Digga. Ich weiß nicht, hat mir gar nicht gefallen, Alter. Song, Digga. Aber ja. Bro, ich muss sagen, ich feiere den originalen Song sehr. Diese Superfly oder I'm Fly. Ich finde, du hast die Hook brachial gemacht. Ja. Ich liebe es, wenn du singst. Deine Gesangsstimme ist wirklich krass. Ich finde aber leider in den Rap-Parts habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ey, das ist zu voll und ich komme nicht hinterher, ich brauche mehr Pausen und so, weißt du, es war mir ein bisschen zu hektisch, zu stressig manchmal, ja. Weißt du. Ich finde auch, also für das Sample hast du irgendwie eine Technik verwendet, Bruder, die irgendwie nicht so richtig gepasst hat, weißt du, was ich meine, beim Rappen, das war zu hektisch, Bruder, und halt nicht so das Nate Dogg, Bruder, ja. Du musst ein bisschen locker bleiben, weißt du, was ich meine, und du warst ein bisschen von Anfang an schon, das war schon gepresst ein bisschen. Habe ich auch erfahren, weißt du, was ich meine? So. Aber ich. Die Hook hat aber geballert. Die Hook hat geballert. Bruder, die Hook war, Bruder, die war geisteskrank, muss man sagen, Digga. Also, ich habe es gefühlt, Bruder, der Einstieg vom zweiten Park, den habe ich auch gefühlt. Diese Albania, Haze oder. Die, das war eine, genau, das war eine geile Line. Im ersten Part muss ich mich den Jungs anschließen. Da war so ein bisschen, habe ich mir gedacht, okay. Aber dann wurde es zu Hook wieder explosiv. Und der alte Hamdi, so wie man ihn kennt, Digga, volle Power und deswegen Respekt haben die. War krass, okay. Also sowas habe ich echt selten in. Let's dance!
Kilos in Bayern, denn ich hab Bayer. Tararia will mein Weed. Meine Biggie sitzt immer noch tiefer. Ey, you don't wanna fuck with me. Ja, Tacharia will mein Weed. Meine Becky sitzt immer noch tiefer. Ey, you don't wanna fuck with me. Breakfast, Merchimic, aber Nase voller Schem. Keine Villa, will ins Casa de Papel. Ich tick 50 Dinger in einer halben Stunde schnell. Sorry Mama, aber I'm a criminal, huh? Damar Flow, mein Bruder wurde erwischt. Aber fick die Polizei, keine Silbe vor Gesicht. Scheißegal, in welchem Viertel du bist. Ich bring dir das Gift, Papa Hase und Bricks, huh? Telefon am Rauschenwechsel sind von Debitel. Plackerplatten weicher machen, schmeckst auf Kalifer. Zieh ich meine Neuner, sei dir sicher, wird es brenzlig. Ja, du kennst mich, gib ein Kiki nach NL. Ich muss hassen für Mullah. Vier Kanaken stürmen abends der Sula. Fick ne Chaya, die mir richtig gefällt. Keine Liebe, denn sie will an mein Geld. Kilos in Bayern, denn ich hab Bayern. Er hat auch eine richtig geile Stimme. Ich feier das nur nicht, wenn er so diese. Er hat das im letzten Song auch einmal gemacht. Diese Adlibs macht. Weil er hat so eine bisschen so Mafia-Stimme, Mafia-Boss-Stimme. Weißt du, was ich meine? Und dann passt das nicht, wenn man da so eine verrückte Adlib reinmacht. Das nimmt ein bisschen Dings Ernsthaftigkeit von seiner Stimme. Weil seine Stimme ist zu ernst, um solche Adlibs-Hardcats zu machen. Weißt du, was ich meine? Wie diese eine, warte, komm, warte mal. Wird er bestimmt gleich nochmal machen, dann zeige ich euch. Haria will my weight. Meine Picky sitzt immer noch tiefer. Ey, you don't wanna fuck with me. Kilos in Bayern, denn ich hab Bayer. Taharia will my weight. Meine Picky sitzt immer noch tiefer. Ey, you don't wanna fuck with me. Kilos in Bayern, denn ich hab Bayer. Taharia will my weight. Meine Picky sitzt immer noch tiefer. Ey, you don't wanna fuck with me. Er hat wieder Kinder verarscht mit nur einem Part. Aber warte, ich zeige euch das kurz. Fick ne Chaya, die mir richtig gefällt. Keine Liebe, denn sie will an mein Geld. Wurde erwischt, aber fick die Polizei. Keine Silbe vor Gericht. Scheißegal, in welchem Viertel du bist. Ich bring dir das Gift, Papa Hase und Bricks. Ja, weißt du, ist zu wild. Ich weiß, was er fühlt, so safe, ne? Aber ich will das gar nicht hören von seiner Stimme. Weißt du, was ich meine? Ich will so Ernsthaftigkeit und so Straightness von dieser Stimme. Boah, er hat eine krasse Stimme, wallah. Hat nichts mehr gelassen, Wallah. Stark. Ich habe mir gerade gesagt, Mafia-Boss haben wir noch immer, er tanzt ja. Okay, stark. Aber finde ich sympathisch. Aber er kann seinen Film so drauf aufbauen, weißt du, auf diese Stimme. Warum nur ein Part? Ja, Kinder verarschen, Digga, deshalb. Das ist mein Stil. Das ist dein Stil. Sieg die Gitarre von der Reim. Dieser Einpart ist Kinderverarsche. Okay. Du möchtest nur ein Part. Kurz und knackig. Ja, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Okay, schönes Trikot. Also du wolltest Digga, wirklich nicht weitermachen. Es hat nicht damit zu tun, dass du keine Zeit mehr hast oder so, sondern du wolltest einfach nicht Mutter. Ja, auf jeden Fall. Was scheiß drauf hat. Danke. Ja. Okay. Gib Gas, alle. Er ist auch ein Verrückter, ne? Von dem erwarte ich jetzt auch viel, Digga. Let's go, Hilo. Schufi, Baby, in meinem Visage kommst da niemals ran. Schick ein Hallo über Messer, hasch aus Niederland. Komm on, Baby, dance with me. Aber not too much, hören heute Black Eyed Peas. Und ich ruf zum Tag, ich liebe dich. Ma, Baby, viele Nächte raubt dir den Schlaf, mein Kopf ist dicht. So crazy, sie liebt meine Locken, doch kauft mein Haar. Oh, Madre Mia, wisch deine Tränen weg, so was mach ich nie wieder. Oh Madre Mia, sag mir, kennst du den Haraga? Diese eine Placke holt mich hier noch raus. Guter Riech, Fuß und Baklava. Wann geht für mich die blaue Lichter aus? Sie hat Liebe für Haraga, Raga, ey. Sag, kennst du den Haraga, Raga, ey? Oh, voll schwer, Alter, was war das nochmal für ein Song? Den Haraga. Mach ich mein Baby verrückt. Leere die Bude und spring vom Balkon. Wein ich mein Baby, du kriegst es zurück. Leere Worte, viele Tränen und du spürst nichts mehr. Bunte Farben, willst nicht reden, wieso kommst du näher? Schrei nur Hallo. Hab kein Geld, doch lad dich ein zum Rendezvous. Mein Herz schreit jeden Tag, sag, wo bist du? Du, Baby, bim, 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 bim. Du, Baby, bim, bim, bim. Ich lieb ich dich, ma Baby.
die Nächte, raubt dir den Schlaf, mein Kopf ist dich. So gewiss, sie liebt meine Locken, doch auf mein Haar. Oh Madre Mia, durch deine Tränen wächst, was mach ich nie wieder. Oh Madre Mia, sag mir, kennst du den Haraga? Diese eine Placa holt mich hier noch raus. Guter Riechfuß und Baklava. Boah, der Song nimmt mich leider nicht mit, ja. Der ist gut, aber der nimmt mich gar nicht mit, Digga. Das ist so ein Rap-Business, das ist ganz wichtig, auch die Fähigkeit zu haben, jemanden zum Lachen zu bringen und zum Lächeln zu bringen. Und jedes Mal, wenn du performst, Bruder, machst du das für mich. Ich krieg einfach gute Laune, Bruder. Und ich hab gar nicht mehr so... Der Song war nice, der Song war geil. Aber deine Performance, die holt mich immer da raus, was vielleicht negativ oder positiv sein kann. In diesem Fall 100% positiv. Was meinst du, was passiert, wenn diese Mikrofon da ist? Ich will gar nicht wissen. Wenn ich das Album kaufe. Ja. Bruder, ich finde, Bruder, es macht Spaß, dir zuzuschauen. Entertainer durch und durch, mein Bruder. Ich finde, der Song war auch schön, Bruder, Walla. Das hat zu dir gepasst. Das passt wirklich. Man glaubt es dir, Bruder. Man nimmt es dir komplett ab, Bruder. Und man lacht, man lächelt. Ich schwör, es macht richtig Spaß, Bruder, Walla. Ich sag dir ehrlich, Bruder, sehr stark. OG hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Es war authentisch, es war gut, es war super. Ich bleib hier. Und ich denke, das ist eigentlich cool, weil die Leute werden erstmal die Performance geil finden und danach erst den Song verstehen. Checkt ihr? Ja! Wir waren uns wieder mal unein. Okay, warte mal kurz. Und warte mal, ich mache kurz wieder meine Rangliste. Also, boah, jetzt wird's schwer sein, Digga. Alter, die waren jetzt, es war jetzt nicht so viel Unterschied. Ich fang mal an, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, und Nummer 1, Nummer 2, Nummer, und die hier halten Nummer 3. Oder besser, für mich leider, haben die leider für mich geschmacklich am schlechtesten gewesen. Und Ganja würde ich dann rausnehmen. Oder obwohl, nee, Mann, seine Dinge feiere ich, ja. Bei ihm habe ich die Stimme unnummer gefeiert, aber er hat Kinder verarscht. Ja, ich glaube, ich würde Hamdi und ihn hier rausnehmen, weil er Kinder verarscht hat, nur mit einem Part. Einfach so als Strafe, weil er nur einen Part gemacht hat. Da hätte ich gesagt, er und er jetzt hier ins Battle. Die beiden müssen ins Battle, der und er ins Battle. Das ist auch nicht schlimm. Da kann man sich auch mal Du kannst wieder zurück. Der nächste Kandidat ist Berkay. Ich wollte schon sagen, ich hab's nicht gedacht. Ja, okay. Soll ich hierbleiben? Du kannst hierbleiben. Walla, der spielt mit meiner Psyche, Digga. Alter. Obwohl du Tunesien-Trikot anhattest, mein Bruder, mein Herz hat wehgetan. Walla, ja, Mann. Aber wir mussten einfach. Ja, man muss fair bleiben, Bruder. Man muss fair bleiben. Das war kein. Du konntest mich damit nicht beschäftigen. Und der nächste Kandidat, der das Schicksal teilt, ist Gio. Du teilst das Schicksal von Nuhat. Du darfst wieder zurück. Zu den Kandidaten. Hier siehst du den Haraga. Auf geht's, rennen jetzt. Okay, war ein super Song, war ein guter Song. Voll. Eieiei. Also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Alle eure Namen sind gefallen. Es gab einmal die Zusammenstellung J.U. Berkay. Haben die den besseren? Aber meine Juroren haben genau andersrum entschieden. Digga, genau die beiden, die ich gesagt habe. Ich schwöre, er steht nur hier, weil er Kinder verarschen wollte. Ah, Walla, nur deswegen. Weiter. Diesen Battle 1. Gestern Abend in der Hat um dich. Gegen geschafft. Okay, jetzt müssen sich zwei hiervon beweisen. Geht es uns nicht gut? Die Sonne hat im Bauch keinen Platz. Zu viele Sorgen in dem Kopf meiner Mom. Aber bitte sag mir, wie lang seh ich nur Dealer in meinem Halle? Splitter in Trikot Milan, Sebrin Mafale. Schon wieder in der Nacht, Parano. Siehst du Brüder landen im Karakol? Im Quartier. Rote Augen werden wach bei Nacht. Adrenalin, nein, ich hab keinen Schlaf. Wallah, Mama, désolé. Ich weiß es selber, dieser Weg ist so falsch. Stehe im Regen auf kaltem Asphalt.
Boah, stark, Alter. Aber das Wort Désolé sollte man nicht mehr benutzen, Digga. Das ist Hardcore-Muttergefühl, Digga. Wir sind gezwungen in der Dunja, muss für Patte krumme Dinger drehen. Die Antwort auf Probleme liegt voll beladen im Silver Case. Jahre ziehen vorbei, auf dem Boden liegt wieder frischer Schnee. Ich werde niemals dealen, Rapper teilen in das Interface. Ist immer alleine, hab kein Deal und auch kein Manager. Gewitter um mich rum, es prasselt Regen auf das Fensterglas. Auch bei tausend Krisen, die wir haben, bis zum letzten Tag bleiben wir bereit und stehen stramm, wenn jemand Bälle macht. Verzeih diese Wörter, die ich sprach, ja Mama, ich war verzweifelt, alleine auf der Straße gefahren. Er ist doch Albaner, er soll ein paar Sätze auf Albanisch sagen, Digga. Die Topline, die er benutzt, ist brutal. Und die Zeit zog vorbei, blieben jahrelang arm, doch ich ziehe uns hoch bis zum Panamera. Zieh uns hoch bis zum Panamera, Bruder. Panamera kostet 40.000. Wir werden nie mehr frieren, oh Mama. Ist egal. Ist eigentlich, oder die neuen kosten halt 70, 80, aber es ist egal, man zieht niemanden. Ein Auto ist kein gutes Ding, zu sagen, wir bringen uns zu diesem Auto, weißt du, Schweine? Aber sonst mega, Bruder, seine Toplines gefallen mir hardcore. Im Quartier, rote Augen werden wach bei Nacht. Adrenalin, nein, ich hab kein Schaf. Wallah, Mama, désolé. Ja. Ich sag, Wallah Mama, désolé, Bruder. Aber da muss ich das sagen, Digga. Ich schwör's, ich kann dieses désolé und so, diese Wörter kann ich nicht mehr hören. Aber scheiß auf dieses Dings, Digga, Bruder. Der Song ist brutal. Ich weiß, dass er. Der Song, also was heißt brutal? Der Song ist sehr gut. Der kommt auf jeden Fall weiter mit diesem Song. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einen Song besser macht. Aber diesen Song, wenn er ein bisschen auf seine Texte achtet, ich schwöre, er macht einen brutalen Song dann. So einen richtig, richtig brutalen Song. Weißt du, was ich meine? Über dieser Weg ist so falsch. Stehe im Regen auf kaltem Ass. Gefühl, Bro. Ich fand deine Performance auf jeden Fall diesmal sehr nice. Weniger ist mehr hast du gut umgesetzt, auf jeden Fall. Der Song, ich glaube nicht, dass... Das ist auch korrekt von ihm oder sehr, sehr vorbildlich von ihm, dass er auf seine Jury hört und das macht. Ihr wisst noch, wie er wie so ein Zappel-Philipp davor getanzt hat bei seinen Songs und jetzt macht er weniger als mehr, Digga. Walla, das ist sehr stark, Digga. Er nimmt seine Kritik an und er macht es besser. Er ist nicht so, ich bin der Krasseste. Nee, das feiere ich auch an ihm, ich schwör's dir. Er ist einer, den kannst du was sagen, wenn du ihn kritisierst. Er nimmt jede Kritik ernst. Der Song mir... Und er setzt es dann um. ...wirklich krass im Ohr bleiben wird, aber du hast trotzdem so... Du hast alles abgedeckt, was man abdecken möchte eigentlich, ne? Du hast geile Bars, du hast Emotionen, du hast Melodien. Schön von abdecken, mein Bruder. Super Song, sehr starker Song. Und du machst es den Leuten da hinten sehr, sehr, sehr schwer. Weil ich sag ehrlich, Hamdi, du bist ein super Künstler, Digga. Man kann so Performance, lassen wir mal weg. Da hast du ab und zu mal deine Schwächen. Aber musikalisch bist du immer on point, Digga. War alles super. Digga, was ist das für ein Beat, Alter? Ich bunker grad zwei Kisten bei einer Schleier. Fuck, sie hat sich schon verliebt und leider ist das nicht so gut für das Geschäft. Was red ich mir da ein? Denn eigentlich bin ich doch. Bro, was passiert hier? Einfach Aufzugmusik, ja? Selber daran schuld, weil ich hause jede Woche einmal weg. Schon damals auf dem Spielplatz war ich keiner dieser Kinder, mit denen du kleiner Nuttensohn ganz bestimmt nicht spielen darfst. Bin echt wegen Sativa, geh du pennen, spiel mal FIFA. Währenddessen bin ich draußen, sorg für wackelnde Kiefer. Deine Barbie auf mein. Hä, Junge, sein Text ist sogar geil. Was das für ein Müllbeat, was er genommen hat, Amonorem. Schoß, fuck, ich fühl mich wie im Film. Meine Augen leuchten rot, schick die halbe Stadt auf Pillen. Erinnere mich an damals, bei den Partys nie willkommen. Aber war mir scheißegal, ich kletter über den Balkon. Lass die City brennen, Buheli Haraga. Double Cup, Augen rot wegen Sapla. Grüß die Jungs aus der Stadt, voll auf Kaffa. Wir sind Buheli Haraga. Lass die City brennen, Buheli Haraga. Double Cup, Augen rot wegen Sapla. Grüß die Jungs aus der Stadt, voll auf Kaffa. Wir sind Buheli Haraga. Keine Frage, bin ich müde, ich bin einfach zu high. Ich rüff die eine Kiste, mache Schnapp, als wären es zwei. Bayern ist. Bruder, er rappt richtig geil. Warum nimmt er so einen Huren, so ein Beat, Amanakim, ja? Was anderes für ein Fehler sind. Boah, Walla, wie der Beat mich abfuckt, was ist das für eine Fahrzeugmusik, der Fahrstuhlmusik-Beat. Walla, Bruder, ich bin richtig persönlich gerade. Bist du hier drei? Pädophile kriegen Küsschen und die Dealer gehen rein. Kleine Nutten reden schlecht, weil. Abo, wie dieses Sample in meinen Kopf, Bruder, ja? Ich schwöre, ich will. Bruder, er reißt so ab, Digga, das fuckt meinen Kopf, dass er so einen so ein Beat genommen hat, ja? Ich schwöre dir bei Gott, Digga, hä? Bin ich gerade dumm oder was? Wie geil er rappt, Digga. Diese Noten mich nicht kennen und diese Leute, die du Abi nennst, sind heimlich meine Fans. Du bist mal nur auf dein Champ, nach einer LG Pen. Du bist 4 Jahre älter, aber du hast mit deinem. Ich schwöre, Telefonwarteschleifen. Walla, Digga. Bruder.
Cousin. Verrückt nach Parasachbi, weil ich es nie hatte. Wegen leeren Küchern griff ich dann seit früh schon in die Kasse. Depressiv in jungen Jahren, also gebe ich mir die. Bruder, dieser Beat, ich schwöre dir, da ist irgendwas falsch. Bin ich krank gerade? Wow, Mann. Also kein Disrespect an den Beatmaker, ne? Ich küsse deine Augen, ne? Ich bin hier nicht, ich bin hier kein Profi, aber Bruder. What? Ja, ne, schwör auf Koran. Ich bunker grad zwei Kisten bei einer Schleierfax, sie hat sich schon verliebt und leider ist das nicht so gut für das Geschäft. Was red ich mit der einen, denn eigentlich bin ich doch selber daran schuld, weil ich haus jede Woche einmal weg. Es ist einfach das gleiche, Bruder, ich schwöre, er hat Aufzugmusik gegoogelt einfach. Schon damals auf dem Spielplatz war ich keiner dieser Kinder, mit denen du kleiner Nuttensohn ganz bestimmt nicht spielen darfst. Vielleicht wegen Sativa, geh du pennen, spiel mal FIFA, währenddessen bin ich draußen, sorg für wackelnde Kiefer. Deine Barbie auf mein Schoß, fuck, ich fühl mich wie im Film. Meine Augen leuchten rot, schick die halbe Stadt auf Pillen. Erinnere mich an damals bei dem Bruder und der Mutter, Digga. Was macht er hier gerade? Wallah, wie stark rappt er. Weißt du, was ich meine? Paralleluniversum. Hat's nie willkommen, aber war mir scheißegal, ich kletter über den Balkon. Lass die City brennen, Buheli Haraga. Double Cup, Augenrot wegen Sapla. Grüß die Jungs aus der Stadt, voll auf Kaffa. Wir sind Buheli Haraga. Lass die City brennen, Buheli Haraga. Double Cup, Augenrot wegen Sapla. Grüß die Jungs aus der Stadt, voll auf Kaffa. Wir sind Buheli Haraga. Keine Frage, bin ich müde, ich bin einfach zu high. Ich rüff dir eine Kiste, mache Schnapp, als wären es zwei. Bayern ist was anderes für einen Fehler, siehst du hier drei. Pädophile kriegen Küsschen und die Dealer gehen rein. Kleine Noten reden schlecht, weil diese Noten mich nicht kennen. Und diese Leute, die du Abi nennst, sind heimisch meine Fans. Du bist Mann nur auf dein Schem, nach einer Elle gehst du pennen. Du bist 4 Jahre älter, aber du hast mit deinem Cousin. Verrückt nach Parasachbi, weil ich es nie hatte. Wegen leeren Küchern griff ich dann seit früh schon. Digga, ich wusste gar nicht, dass er so rappen kann, ne, Walla. Er ist ja immer mehr so auf Singen und so. Ich schwöre, er hat mich gerade schockiert, Digga. Oh Mann, das fuckt mich noch mehr ab, dass er gerade so ein Beat hat, weil ich würde mir das niemals nochmal anhören, Digga. Das ist für mich richtig anstrengend. Aber er muss diesen Song, den er gerade rappt, er muss diesen Beat remixen lassen. Walla, er muss das auf einen richtig geilen Beat machen, Digga. In die Kasse, depressiv in jungen Jahren, also gebe ich mir die Flasche. Versuch du doch mal zu lachen mit kein Cent in der Tasche, also rein. Ach, Ruhrt hat vorhin Monster gesagt und ich Moslem. Tschüss, Digga. Gänsehaut. Verdoppel meine Einnahmen. Paradoxes Leben, denn ich lüge, wenn ich heimkam. Ja, ja. Zweiter Stock, Mama am Beten, Tanze, sie macht Couscous. Währenddessen pack ich ab, hey, Sash, Ruhrt. Lass die City brennen, Buheli Haraga. Double Cup, Augenrot wegen Sapla. Grüß die Jungs aus der Stadt, voll auf Kaffa. Wir sind Buheli Haraga. Lass die City brennen, Buheli Haraga. Du hast Monster zu Moslem gemacht, Bruder. Ich küsse deine Augen, aber hab ich nicht verstanden, Digga. Gänsehaut. Double Cup, Augenrot wegen Sattler. Grüß die Jungs aus der Stadt, voll auf Kaffa. Wir sind Buheli Haraga. Okay. Bruder, sehr starker Song, ne? Walla, bei so einem Beat herauszustechen, ist geisteskrank. Bitte remixen, Digga. Mal, ne? Jedes Mal denke ich so, ah, okay, Eamon ist so ein Künstler, der macht nur dieses. Ja, genau, Style. Genau. Und jetzt Style, komplett. Und du schüttest das so aus dem Ärmel, Bruder, als wäre das nix. Und du reißt komplett ab, ja. So von der Beatwahl anzufangen. So anders, ne? Einfach Oldschool-Beat gepickt, so. Aber fresh und modern. Bruder, Aufzug-Beat. So, gerade Oldschool. Aufzug-Beat aber darin. Punchlines, dies, das. Bro, du bist krass, Bruder. Das ist wirklich krass. Bruder, einer der wenigen, dessen Songs ich auch privat höre. Und das ist das. Aha, Bambinos, Bandoleros. Banditos im Ghetto, ein Bandit aus dem Ghetto. Durch Siedlung, Pijo, Halland, City, Samet, Tikita. Narkotik, Pump, Jul, Rapondit. Reib ein Fuchs, anonym im Olympic. Masse, Monami, Mawe. Panenkala, Arena, Bolzatrix. Taktik. Dribbel mich durch wie kein Doppelpass. Kika, Ibra, Kadabra, Paris, Saint-Germain, Netherland, wenig Sparschuf. Ich bin von der Start, Officer, Wortgewand, sehr schön und auch au revoir. Papa, papa, Bande organisé. Papa, 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 Bande organisé. Von Masse nach Ravimon, Polter, Käfig, Bambino. Siba, Shara, Ibra, Kadabra, Paris, Saint-Germain. Masse nach Ravimon, Polter, Käfig, Bambino. Siba, Shara, Ibra, Kadabra, Paris, Saint-Germain. Wir sind kriminal, wir kennen die Ra alle, man Käfigplatz. Rainbow und Übersteiger, Blüten in Tüten, eins da immer in dem Trainingspark Sevilla. Papa, Magazin schießt da Schuss, ein Treffer wie bei Haaland City. Cannabis-Deal, Placa bis Vicky, ich würde auf Russi Champions League gegen die Guarda Civil. Willkommen im Batti, Checker, Deckung, Capri, so. Kanite im Atelier. Nein. Bin Kapitän in meinem Batti. Zu hektisch, Digga. Pa, 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 pa,
organisé. Pa pa pa, pa pa pa, Bande organisé. Von Massé nach Ravimo, Bolza, Käfig, Bambino, Siba, Chacha, Ibrakadabra, Paris Saint-Germain. Also ich küsse eure Augen, ne? Man braucht jetzt wirklich, man muss keine Ahnung haben von Musik, wenn man sagt, dass Hamdi und Ayman besser waren als er jetzt hier gerade in dieser Challenge. Echt Top 11 bei Rap La Rue. Ja, alle, ihr seid einfach Stars, Gänsehaut, ich küsse eure Herzen, ich liebe diese Musik, ihr seid super. Was soll ich sagen, Bruder? Ich kann mich nur anschließen, auf jeden Fall. Du hast mir wirklich jedes Wort aus dem Mund genommen, weil es ja, ich hoffe alles. Alan, Bruder, mach weiter so, auf jeden Fall. Stark so. Jetzt bin ich gespannt. Abo Kinderverarsche. Ich hab das Gefühl, jetzt kommt wieder nur noch ein Part. Ich würde das so feiern, wenn er wieder ein Part macht, Walla. Boah, der muss jetzt ausholen, Digga. Okay, crazy. Hä, Digga, was passiert hier? Rolle Mercedes. Heiße Reifen, mein kaltes Eisen im Handgepäck. Digga, was passiert hier? Kopf so Streifen, mein Babe ist leise, falls er uns fängt. Kommissar Flitz war Level 1 Stern auf seinem Hemd. Deshalb bunker dein Schem. 6 Uhr morgens, Bullen warten vor der Tür. Doch bin im Wagen, denn wir fahren nach Niederland. So geboren, nein, wir können nichts dafür. Viel zu viele Mütter weinen, skissen jede Nacht. Depression im Aschiret. Doch wir beten zu dir, Allah. Weißer Teufel unterm Bett. Er will sehen, wie ich nie wieder lach. Flaschen auf Tisch, aber alle sind leer. Ich will weg von hier. Was ist mit mir passiert? Rolle Mercedes. Heiße Reifen, mein kaltes Eisen im Handgepäck. Digga, wie geil ist das? Kopf auf Streifen, mein Babe ist leise, falls er uns fängt. Kommissar Flitz war Level 1 Stern auf seinem. Heiße Reifen und kalte Eisen, Digga, wie geil ist das? Deshalb bunker dein Schem. Rolle Mercedes. Heiße Reifen, mein kaltes Eisen im Handgepäck. Kopf auf Streifen, mein Babe ist leise. Stern auf seinem Hand, dass er bunkert dein Schem. Ja! Ah! Er hat wieder Kinder verarscht. Wallah, er hat's wieder getan. Digga. Bruder, ich schwöre, er soll sich One Part nennen, Land. Wallah. Free out to the motherfucking old baby. Berkay, mein Bruder. Wallah, aber One Part. Ich habe gerade Sammy am Anfang gefragt, meinst du, er macht den zweiten Part? Ja, yeah, stark. Ich hoffe, ich stark, stark, stark. Ich verstehe den Film, ich habe das auch schon gemacht. Was ich dabei daraus gelernt habe, ist, dass die Geschichte ist oft dann unvollständig irgendwie. Menschen brauchen den zweiten Part, um sich wirklich komplett auf den Song einzustellen. Aber guck mal, jetzt mal Real Talk. Er ist hier gerade in einem Rap-Contest, ne? Und er muss sich eigentlich nur kurz beweisen. Natürlich wird er, es geht gar nicht, dass du so einen Song hochlädst, weil so ein Song... Wenn du so einen Song hochlässt, das ist immer nur ein Intro. Weißt du, was ich meine? Und damit verdienst du auch kein gutes Geld mit solchen Songs. Aber jetzt sind wir hier in einem Rap-Contest, in einem Wettbewerb, wo du eigentlich nur immer nur dich kurz zeigen musst, weiterkommen. Zeigen musst, weiterkommen. Da gibt es auch sehr viel Pulver, was du verschießen kannst. Unnötiges. Weißt du, was ich meine? Weil noch ein zweiter Part würde nochmal vielleicht 16 Bars kosten, die eigentlich gute Dinge haben, die du für einen anderen Song nutzen kannst. Weil ihr wisst ganz genau, wie viele Songs man hier machen muss. Deshalb eigentlich finde ich das in einem Wettbewerb gar nicht mal so dumm, nur ein Part zu benutzen, weil er hat mich überzeugt trotzdem. Ich würde ihm ein bisschen Strafe geben, deshalb ist er auch hier und muss sich nochmal beweisen. Aber er muss auf jeden Fall weiter. Die Frage ist jetzt, ist er besser als Ayman oder Hamdi? Das ist für mich sehr schwierig jetzt gerade. Hamdi hat einen geilen Song gemacht, Ayman hat brutal gerappt, aber sein Beat war richtig chöp. Also im Endeffekt, sein Song, Bruder, das erste Mal, dass jemand krasser ist als der Beat. Weißt du, was ich meine? Dass man sagt, Digga, was ist das für ein scheiß Beat, aber man will trotzdem nochmal hören. Das gibt's normalerweise nie, dass du sagst, ey, der Beat ist Müll, aber ich will's nochmal anhören,
weil er einfach krass war. Ich finde das jetzt sehr schwer, Digga. Zwischen den beiden hier. Zwischen Hamdi und Dings. Ich weiß nicht, wie ich mich da entscheiden soll. Haaland für mich safe raus in dieser Challenge, 100%. Aber Bruder, der hat mich richtig überzeugt. Ich glaube, ich würde ihn weiterlassen und Hamdi raus, weil jetzt hat er mir nochmal so eine andere Seite von ihm gezeigt, Digga. Der ist interessant, dieser Junge. Einzustellen, bevor man den Vibe gecatcht hat, ist der Song schon wieder zu Ende so. Und das fand ich hier bei dem Song leider auch irgendwie. Der hätte auf jeden Fall einen zweiten Part gut vertragen können, um nochmal tiefer in die Story reinzugehen, weißt du, wie ich meine? Ansonsten alles super. Also wenn man mein Spotify abcheckt, dann sieht man sehr schnell, dass mein Stil einfach so ist, kurze Songs zu machen. Ich find's geiler, wenn ein Projekt kurz und knackig ist, wenn die Message schnell delivered wird. Ich finde trotzdem, das ist ein super Song, Bruder. Wie du alleine mit deiner Mello reingekommen bist in der Hook, Bruder, das nimmt einen mit. Und wer bis heute nicht deinen Film verstanden hat, Cousin, der ist taub auf beiden Ohren, Bruder. Ich küsse dein Herz, Berkeley, Cousin. Okay. So. Die Eier zu haben, so ein Beat zu picken, aber so nice drauf zu flowen und so. Ja, Mann. So, der hat sich einfach nur nochmal bewiesen, dass er ja, das safe. Verschiedene Styles abdecken kann. Ich will gar nicht gucken, was sie besprechen, Digga. Ich will nur deren Entscheidung sehen. Also ich sage hier, einmal weiter und er weiter. Hamdi und Haaland raus, leider. Ist ja trotzdem ein Erfolg, dass man es bis hier geschafft hat. So. Wir machen es auch heute nicht so spannend. Berkay, für dich hat es leider nicht gereicht, mein Bruder. Was? Okay. Es ging um Hamdi. Dann ist Hamdi weiter. Dann ist Hamdi weiter. Bruder, dein Song war Spitzenklasse. So? Ja, Hamdi und Ayman sind weiter. Eigentlich habe ich vorgeschlagen, dass wir dich trotzdem mitnehmen. Aber leider müssen wir die Regeln einhalten. Du gehst als Platz 10. Und du hast richtig abgerissen. Und ich kann nur einen Appell an die Leute da draußen geben. Wenn die dich nicht supporten, dann haben die keine Ahnung von Musik. Du bist ein super Typ. Danke für den Song, Bruder. Danke für deine Leistung. Danke für dein Hustle. Danke, dass du dabei warst, mein Bruder. Digga, das ist crazy, Alter. Ich muss euch, Jungs, Walla, das war gerade Berkay, bitte. Ja, also ich sag dir ehrlich, Haaland. Ich glaube, Haaland hat so ein bisschen extra Bonus, weil er ist Liebling von Sammy, glaube ich, ne? Haaland ist ein bisschen Dings. Ja, das ist schon Dings. Das ist schon Sammy. Sammy hat schon sein Veto da reingesetzt. Bank. Weil ich sag es nochmal, man braucht keinen Musikgeschmack, um hier zu entscheiden, wer der Bessere war. Wenn wir nur nach dieser Challenge gehen, braucht man keinen Musikgeschmack, sage ich dir ehrlich. Und da gehe ich mit jedem in eine Diskussion ein. Einfach bleiben und man macht einfach weiter zusammen Musik. Aber man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Und wir sind jetzt mittlerweile in der 6. oder 7. mehr Leute. Was sagen, Jungs? Die Reise hört zwar hier mit Rap Larue auf, aber... Ich habe den Jungs keine leichte Wahl gelassen. Das war eigentlich... Okay, das Ziel war natürlich weiterzukommen, aber ey, die wollten die Regeln verbiegen. Ich dachte, ich krieg's hin. Aber da wir noch so wenig Zeit haben, ging's nicht. Egal, ich habe meinen Job hier gemacht. Ich habe Baba Songs abgeliefert. Und ich denke, das war schon gut, so wie ich sie gemacht habe. Zu Tag Nummer. Ich will mal gucken, ob in den Kommentaren. Hamdi hat mit den Sven Dinner geliefert, absolut abgerissen. Man merkt, Hamdi mehr Reichweite. Hätte man ihn zu 100 weitergelassen. Der Song wurde innerhalb einen Tag geschrieben, aufgenommen, absolutes Talent. Ich stehe hinter dir. Jeder, der Hamdi hält, hat keine Ahnung vom Rap. Jury bewertet nach Reichweite und nicht nach dem Song, ehrlich, offensichtlich. Für mich hätte Haaland heute fliegen müssen. Ja, sagen jeder. Okay, krass. Ich ihn jetzt hier feiert der Durchschnitt. Meiner Meinung nach haben die weiter. Er hat sich so krass durchgekämpft und heute genauso abgeliefert. Ich verstehe nicht die Jury. Ja, voila. Die nehmen echt so viel. Haaland hat Todesplot Amour. Was heißt das denn? Haben die hätte Platin-Single raussagen können und da wäre geflogen. Das Eib. Bevor die Songs kamen, wusste jeder, Ayman und Haaland kamen weiter. Die Bewertungen sind so aufgezogen und keinesfalls objektiv. Berkay hatte zwar nur einen Part, was eigentlich absolut kein Problem ist. Doch, ich sage ehrlich gesagt, doch schon. Wenn man immer nur einen Part macht, ist das ein Problem, aber egal. Zudem war, aber in einem Rap-Contest, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, bla bla. Kein Fan von Hamdi, aber diese Performance-Weltklasse wie Nazario. Hamdi tausendmal besser als Haaland, Mann. Man hat kein Wort bei Haaland verstanden, immer selbes sei, ja, fühle ich. Hamdi war der Stärkste von den vier.
Oder checkt jeder, ne? Dass Haaland wieder weiterkommt mit so einer Leistung, haben die Rossi unglaublich wirklich. Also, ja, das wird Sammy jetzt öfter hören, ne? Sag ich dir ehrlich. Sammy muss da wirklich ein bisschen ein Auge drauf legen. Ich sag dir ehrlich. Nee, Skandal ist das nicht, Digga. Ist Publikumslieb, so Liebling, Jury-Liebling, ne? Ist drinne, aber irgendwann muss auch ein Cut sein. Weißt du, was ich meine? Du kannst auch nicht, weil du jemanden denkst, so, hier, ich verstehe das noch, wir sind noch 8 Künstler oder so, weißt du, was ich meine? Aber du musst dir überlegen, du hast gerade zwei sehr starke Künstler rausgeschmissen, Bruder. Wirklich zwei starke. Hamdi finde ich nicht mal so schlimm, dass Hamdi raus ist, aber Berkay hat mich irgendwie richtig positiv überrascht, Digga. Ihn würde ich öfter sehen, gerne nochmal sehen. Weil du siehst, da ändert sich was. Bei Haaland, Bruder, es ändert sich einfach gar nichts. Ich habe ihn vor... Keine Ahnung, wie lange ist das her, dass wir Haaland alle das erste Mal gehört haben? 1 Jahr schon, 2 Jahre schon. Ich schwöre, er hat sich nicht ein bisschen verändert von seinem ersten Song bis zu diesem jetzigen Song. Er benutzt immer noch die gleichen Wörter, immer gleichen Beats, alles gleich. Weißt du, was ich meine? So, das ist das Ding, warum ich Haaland hier nicht weiterlassen würde, weil Haaland ist schon fertig. Haaland ist schon so ein bisschen fertig, so. Kommt nichts Neues, weißt du, was ich meine? Für mich als Zuhörer... Ich brauche Haaland hier drinnen nicht mehr hören. Wenn ich Haaland hören will, ich höre sein Spotify. Aber Bruder, Hamdi auf einmal wird anders. Berkay wird auf einmal... Bruder, ich war schockiert, was er hier gerade gesagt hat, Digga. So, ich sehe in Rap La Rue, wie ein Künstler sich ändert. Aber wenn ich nicht sehe, dass ein Künstler sich ändert oder besser wird, dann muss er raus. Meiner Meinung nach. Aber ich respektiere die Meinung von den Jungs. Super Rap La Rue, freue mich auf nächsten Sonntag, Digga.